In der gesamten Bibel und insbesondere im Neuen Testament und ganz besonders in den Gleichnissen werden die Menschen in drei Gruppen unterteilt und nicht nur in zwei, wie viele Christen fälschlicherweise meinen. Die erste Gruppe sind dabei Menschen, die haben Leben aus Gott. Sie sind wiedergeboren, sie haben Leben aus Gott und sind gerettet. Das sind Gläubige. Die zweite Personengruppe sind Menschen, die nicht an Gott glauben, die nichts von ihm wissen wollen, die ihn verleugnen oder in offener Distanz zu ihm leben. Sie werden auch oft Heiden genannt. Das sind also Menschen, die nicht glauben und auch von Gott nichts wissen wollen. Und die dritte Gruppe, das ist entscheidend. Das sind Menschen, die nicht gerettet sind, die nicht wiedergeboren sind, aber die sich zu Gott bekennen, die ein christliches Bekenntnis haben, aber trotzdem nicht gerettet oder wiedergeboren sind. Das sind also Scheinchristen. Und diese Gruppe gab es schon im Judentum. Sie haben sich zu Messias bekannt, wie zum Beispiel die Pharisäer, aber waren nicht gerettet. Und nun, diese Gruppe ist entscheidend, denn genau an diese Gruppe gehen extrem viele Warnungen und Appelle. Auch Gleichnisse sind an diese Gruppe gerichtet als Warnung. Denn diese Gruppe wird ein besonders schweres Gericht erwarten, denn sie bekennen, Christ zu sein, zum Beispiel durch die Taufe, durch Kirchgänge oder wie auch immer, aber sie haben kein Leben aus Gott. Und das ist entscheidend. Und nun machen viele Bibelausleger den Fehler, sie wenden die Warnungen und Appelle, die sich an diese Menschen richten, wenden sie auf wiedergeborene Christen an und daraus entstehen extrem falsche Lehren. Also tu das nicht, berücksichtigt, es gibt drei Personengruppen, die Gott unterscheidet.